Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Trackmania. Wir fahren heute mal alleine und zwar Solo-Strecken in Trackmania United Forever. Wir sind hier noch nie, so gut wie noch nie, andere Environments gefahren. Und da sieht man schon hier, wir fahren erstmal Island. Einfach nur um euch die. Oh, jetzt habe ich gegen die Automedaille gedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier ins Camp 2 oder 3 fahre. So, also das ist Island. Und Island ist an sich sehr, sehr schnell. Was kommt da an? Die Silbermedaille kommt da angedüdelt. Ist sehr schnell und man slidet sehr schnell weg. Und hier ist schon das Ziel. Eine Sekunde hinter der Zeit. Wir fahren einfach mal die nächste Strecke, um uns ein bisschen das alles so anzugucken. TM United ja damals. Gibt es da sechs Environments? Also Stadium ist das eine, was ja Forever ist. Also Nations Forever quasi. Und wenn man United dann gekauft hat, dann kommen die anderen Environments dazu. Sind alle, was heißt nicht so beliebt? Es gibt schon einige Leute, die auch nur diese fahren und nicht die anderen. Kann ich hier direkt nächste Strecke sagen? Nein, kann ich nicht. Ich komme natürlich da drauf, weil der letzte TTC, der True Talent Cup, der letzten Mittwoch war in United. Das heißt, aus jedem Environment war eine Strecke und dann das typische TTC. Immer der letzte fliegt raus, so ungefähr, oder die letzten zwei oder drei. Und es war sehr spaßig anzusehen. Deswegen gucken wir uns mal die anderen Environments an. Ich kann die natürlich alle überhaupt gar nicht fahren, ja. Also lasst euch da nicht von irritieren. Ja, ich fahre so scheiße. Obwohl Island, glaube ich, ja noch halbwegs geht, weil da das Auto fühlt sich zumindest noch halbwegs normal an. Das ist die letzte. Danach gucken wir uns das nächste an. Ich weiß gar nicht, was als nächstes kommt. Man sieht auf jeden Fall komplett andere Streckenteile. Neben der anderen Fahrphysik natürlich auch. Und es ist natürlich mittlerweile auch möglich durch Envy Mix, also Envy Mixing mit dem Stadium Car da rumzufahren und so weiter. Geht alles. Also du kannst mit jedem Auto mittlerweile in jeder Umgebung fahren. So, jetzt fahren wir, ich weiß gar nicht, Desert fahren wir. Ist sehr viel träger, das Auto. Also, was heißt träger? Es ist halt alles nicht so schnell. Man kann auf zwei Reifen fahren. Fühlt sich jetzt auch noch halbwegs normal an. Also, was ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie es heißt, was so richtig scheiße ist, was gleich noch kommt. Desert auch noch gut zu fahren. Als Ladezeiten sind voll schnell. Mega nice. Airbrake funktioniert wohl nicht. Ne, funktioniert nicht. Ich drück's trotzdem, weil sowas kriegt man nicht raus. Eigentlich so ähnlich wie Snow. Snow kommt hier dann auch noch und das ist halt auch so eine kleine Karre. Sind ja voll unspektakuläre Strecken hier. Komm hier, wir machen hier mal Desert 3. Haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Da sieht man oben schon so ein bisschen was Neueres. Sieht an sich ja so aus wie Canyon, aber fährt sich auf jeden Fall anders. Obwohl halt einige. Habe ich einen Landebug kassiert? Ja. Gibt es anscheinend hier auch. Checkpoint. Oh. Ja, einfach zurücksetzen. Ist egal. Huh. Finish. Super geil. Dann können wir ja mal auf Grünes wechseln. Ah, diesen Pfeil da unten, den habe ich natürlich nicht gesehen. Machen wir bei Weißen weiter. Hier haben wir Rallye. Rallye für mich so ein bisschen so ähnlich wie Valley. Also es wiederholt sich irgendwie ein bisschen. Obwohl da wieder alle sagen werden, die das regulär oft fahren, nee, das ist alles ganz anders, aber. Wie war das hier? Darf man hier sliden? Es gibt so ein paar Environments, da sollte man nicht sliden, so überhaupt nicht ins Slide kommen, weil man langsam ist, sondern einfach, wenn man es nicht schafft, einfach vom Gas gehen. Gold, als ob. Fahren wir noch ein bisschen Rallye. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, also. Envy Mix ist was hätte viel mehr ausgenutzt werden sollen. Obwohl wir ja von Onyo auch gehört hatten, als ich den da hatte. Alter, slidet voll hart. So, das fahren wir nochmal.
dass er das nicht so geil findet. Auch, dass so viele neue Streckenteile dann kommen mit dem Competition Pack von der ESL. Ich fahre aber auch immer wieder gegen die Wand so ein bisschen. Man muss sich ja dran gewöhnen. Ich bin dann dreimal gegen die Wand gefahren und krieg trotzdem Gold. Wer hat denn noch mal gewonnen? Ich glaube, das TTC. Wer war denn das? Ich glaube, Marius hat es gewonnen. Gibt so ein paar Kandidaten, die da einfach in allen Environments krass spielen können. Ja, nee, kann ich nicht. Ich habe United so gut wie nie gespielt. Machen wir mal Bay. Bay ist, glaube ich, Bay ist das Coole. Bay gefällt mir recht gut. Ja, genau, mit dem fetten Car. Car, sage ich schon. So, Sound ist schon mal ganz anders. Und auch die Streckenteile sind hier cool. Also ich hatte mal eine Envy-Mix-Strecke gebaut. Auf Bay, wo man dann mit einem Stadium-Car fährt. Die zeige ich euch am Ende. Das ist eine gute Sache. Wenn ich hier schon die ganze Zeit von Envy-Mix rede, dann kann ich da auch mal was zeigen. Weil eine Strecke in Envy-Mix habe ich mal gebaut. Jetzt sehen wir mal, gibt es hier Airbrake? Hier gibt es sogar einen Airbrake. Boah, aber der Sound jedes Mal, wenn man landet. Ein bisschen seltsam. Ich hoffe, dass mein Mikrofon-Sound in Ordnung ist. Das ist wahrscheinlich hier die erste Folge, die ihr seht mit dem neuen Mikro. Das ist jetzt da so ein bisschen seitlich im Bild, weil der Mikrofonarm bis hier runter funktioniert halt nicht. Und dann bin ich abgedeckt. Deswegen ist es jetzt da drüben und auch ganz schön weit weg. Aber eigentlich nimmt es sehr, sehr gut auf. Also, ich hoffe, dass der Sound gut ist. Könnt mir da mal ein bisschen Feedback da lassen. Das ist jetzt dann auch nachbearbeitet. Obwohl das Mikro an sich schon mega geil sich anhört. Das ist ein Rode NT-USB. Und vorher hatte ich so ein 35-Euro Mikrofon. Also wenn ihr mit Boxen hört, hört man, glaube ich, einen Unterschied weniger. Aber mit Kopfhörern war schon krass. Ja, ist sehr direkt. Erinnert mich so ein bisschen auch an dieses Rollercoaster Lagoon. Es ist alles so ein bisschen immer so ein Mix voneinander. Spielen wir mal Coast. Coast ist das Schlimmste. Diese Karre sieht schön aus, ja. Aber man fährt einfach 3 km/h und man kommt nicht um Kurven rum. Hier, ich sag euch, wann ich zur Seite drücke, ja, ab wann. So, jetzt drücke ich. Das ist der größte Winkel. Man darf in dem Environment gar nicht sliden möglichst, weil man da echt sehr, sehr langsam wird. Das heißt, vom Gas gehen. Das ist so seltsam, wirklich. Das fährt sich richtig schlimm. Aber ich finde, die sehen alle voll geil aus. Wieder ohne. Weil da ist wahrscheinlich schon ordentlich Entwicklungsarbeit reingeflossen und die Environments spielen halt echt wenig Leute im Endeffekt. Oh, Airbrake geht. Oh, und da klebt man an der Wand. Finish. Beenden. Ah, hier noch eine Kurs, die sieht gut aus. Oh, jetzt fahren wir gegen die Goldmedaille. Ich wollte es ja mal spannend machen. Die holen wir aber auch. Warum ist das so ein fettes Stadium-Car, was da neben uns fährt? Das ist die TM-Turbo-Karre, die ich gedownloadet habe. Sehe nichts. Oh. Oh. Wallbang ist natürlich schnell. Nein. Oh. Ein paar Meter weiter hinten hätten wir es geholt. Naja, gehen wir noch mal einen weiter. Snow. Snow ist sehr lustig. Also wenn wir mal zu deiner Zeit was anderes gespielt haben, dann meistens Snow. Weil Snow ist so sehr schnell und ja, die Streckenteile sind halt irgendwie cool. Also die Steuerung ist sehr direkt und man kann die Kurven so recht schnell fahren. Also ich glaube, das ist fast schon noch eher dieses Rollercoaster Lagoon, das neue. So dieser Style davon. Hier will ich hin. Vielleicht, Snacks hat ja auch
TMU oder vielleicht findet sich ja sonst noch jemand, um mal eine Runde TMU mit mir zu fahren. Irgendwo auf dem Server. Oh! Links. Das war doch ein Landebug. Man kann nicht von der Seite ins Ziel fahren. Jetzt holen wir die Automedaille hier drauf. Ich kann das riechen. Was ist das denn? Ja, dann halt nur Gold. Gucken uns gleich noch direkt hinten hinterher die TM Turbo Environments an. Also ich habe leider kein TM2 Canyon und Valley, deswegen zeige ich euch die Environments in Turbo. Da gibt es ja auch Canyon und Valley. Und das neue Rollercoaster Lagoon und halt Stadium. Stadium zeige ich euch nicht. Ich glaube, ihr wisst, wie Stadium aussieht mittlerweile. Einfach damit wir mal so alles ein bisschen einmal in einem Video gefahren sind. Als kleines Zwischendurch, denn Spams ist heute leider ausgefallen. Oder ich esse halt im Urlaub. Das wusste ich eigentlich auch schon seit Mittwoch oder Donnerstag, als wir da das Declined Race gefahren sind. Das ist geil. So, da kann ich mich querstellen, wie ich will. Ich rutsche einfach weiter in die Richtung. Da werden wir auch nicht da ankommen, wo wir auch ankommen wollten. Müssen wir genau ziehen. Oh, ich glaube, das wird knapp. Das hat aber genau gepasst. Und dann schon mal ein bisschen so geil. Ich finde, manche davon sind schon cool. Aber es ist eigentlich nicht cool wegen dem Auto, also wegen der Fahrphysik, sondern einfach nur wegen dem, was es so gibt. Also ich hätte kein Problem damit, diese ganzen Environments zu fahren mit dem Stadium Car. Mega geil. Aber die ganzen Autos an sich sind halt nicht ganz so geil. Jetzt gucken wir mal eben hier noch in meine unendliche Challenges, die ich hier so irgendwo rumfliegen habe. Irgendwo müsste dann in den 65 rein im Ordner. Ordners. Nee, das ist zu alt. Ich darf nicht auf Old. Aber vor allen Dingen, wenn ich hier auf Old gehe, dann habe ich hier noch Uralt. Und da sind dann auch nochmal Challenges drin. Alle Strecken, die ich irgendwie mal gebaut und gedownloadet habe und alles. Es fliegt einfach alles rum. Hier müsste es sein. Hier. Bay Bitch heißt die Strecke. Das ist jetzt das Stadium Car in Bay. Man sieht es. Und es macht Spaß. Auf jeden Fall mal abwechslungsreich zu dem normalen Stadium-Gedödel. Ist nicht ganz darauf ausgelegt. Man merkt, man hängt ein bisschen mit den Reifen manchmal und so weiter, aber die habe ich einfach mal ein bisschen ausprobiert, was man so machen kann. Oh, da fahren wir nochmal von vorne. Hatte alles Potenzial. Und nicht nur Envy-Mix, sondern halt auch Block-Mix. Und früher ging es nur, dass du, wenn du ein Bay ausgewählt hast, konntest du quasi nur das Auto wechseln, mit dem du da fährst. Mittlerweile ist es meines Wissens nach auch möglich, die Bay-Blöcke dann in Stadium zu bauen und da auch andere Blöcke mit reinzumixen. Also du kannst einfach machen, was du willst, was früher nicht der Fall war. Also unendliche Möglichkeiten, die irgendwie anscheinend keiner nutzt oder keiner das Potenzial erkennt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist, dass es so wenig gemacht wird. So, jetzt mal Concentration hier. Natürlich alles Full Speed. Das ist so ein knapper Wallride, ey. So. Looping. Dann hier diesen Turnover. Jetzt mittlerweile gibt es den ja mit dem ESL-Pack. Und smooth landen. Jawohl, noch ein Wallride. Und dann, der Booster ist geil. Haben wir gepackt. Gut, dann sind wir durch erstmal mit dieser Folge in Team United. Also dann bis morgen. Vielen Dank. Tschüss. We'll be right back.